Dementsprechend ist die Qualität. One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call, and now we've lost the entire floor, including. Super. Including a couple of kids. Super, geil. You better talk to Brecken. I have to get these meds to Lena. Anstatt ein Apartment abzuziehen und noch die Kontrolle und weniger Leute zu infiziert zu haben, infizieren wir einfach mal das ganze Stockwerk. Ja, ich weiß, es waren gute Intentionen dabei, aber es ist schon ziemlich bescheuert. Hey Crane, it's good to see you. What happened here? It's so very sad. Gut, dachte eigentlich, es wäre auch noch eine Sidequest. Kollege hat einen super Akzent auf jeden Fall. Okay, mal gucken, ob wir Brecken hier in dem Fall informieren... okay, das war falsch. Ob wir Brecken informieren können über das, was Rice hier vorhat. Oder verlangt hat... was? Das war doch hier, oder nicht? Obwohl, laut Radar... ah, hier. Ah, ja, ja. Mocht's ihn. Jetzt ist interessant. Good job! This is where we get the announcements about the anti-syndromes. And they've just stopped. There were cases in there! They're frozen. Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running... wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Haran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen, I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, whoa, hang on a minute. Brecken, these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait. But not for long. Ja, aber was? Finally, I get to do some actual good. Okay, GRE. Ja, hoffentlich geben wir den Kollegen mal ein Stück von unserem Piece of our mind. Oh. Lang nicht mehr gesehen. Raheem? Raheem, what are you doing up here? Hey, Crane. Drinking? Can I trust you? How much you had to drink, oh Gott. Oh Gott. Yeah, yeah, yeah. Das war ein Scherz eigentlich. See that skyscraper? Scouts from the volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. Oh. So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh, Jesus, Raheem, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis. Junge, du bist betrunken. We make a good team. Yeah. Don't drop me. Don't drop me. Oh fuck. See? Told you we make a good team. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Everything goes to shit.
Was? Wer hat nicht mit dem GRE geredet? Look for a safe... Okay, jetzt. Okay. Ich habe so das Gefühl übrigens, dass entweder werden wir irgendwann logischerweise... Werden die Leute wissen, dass wir fürs GRE arbeiten. Vielleicht wissen sie es auch schon und hören das auch immer ab. Das kann gut sein. Denn mittlerweile sind die Lines ja ziemlich gut. This is Crane, do you copy? Durch die Tower, die wir aktiviert haben. I want you to start the antizen drops again. At least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryza's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate. Test her skills in a new environment. You start giving us an antizen and then we'll talk about what Ryze wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Oh yeah. Wipe my ass with it, you bitches! Okay. Alles klar, wir haben bisher eigentlich anscheinend noch... Crane, this is Jade. Ah. Do you copy? Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have, so... The short version. I need your help. Ryze has turned an abandoned school into a supply dump. And I think it may be where he's storing his antizen. Hmm. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Great. Yeah. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. That's it. There's nothing more you can do. Yeah, another option, but we'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Good. Good, 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 good. Alles klar. Mm. Alright. Haben wir ein paar Sachen, die wir verkaufen können? Die meisten würde ich eigentlich eher... Wir haben drei Repairs auf dem. Kannst du haben. Machen wir den anderen dafür rein am besten. Außer... Ah, okay, wird anscheinend automatisch ausgewechselt, wenn wir eine Waffe vom selben Kaliber eben haben. Okay. Gut, bevor wir allerdings die Mission machen, werde ich mal kurz unser... unsere Gemächer hier aussuchen. Und ich glaube, wir können sogar hier dieses Quest, ja, genau, wir haben eine Pistole. You got it? Great. Here's the key I promised you. It's to my old pawn shop, you know? Used to be the best in town. Hey, gibt's da Waffen? Would you do me another favor? I need you to bring me something from the shop. You're going there anyway, right? No. What is it? It's a... Don't laugh, okay? It's a Ray McCall action figure. I know it sounds silly, but it means a lot to my son. Okay, kein Problem. Alles klärchen, Bärchen. Okay. Wir müssen anscheinend einen Stockwerk deeper, wenn ich das gerade hier richtig interpretiere. Denn anscheinend wird es hier irgendwie aus irgendeinem Grund unsere Schlafgemächer ja angezeigt. War doch da, genau da, wo ich dachte. Ja, natürlich. Okay, Player Stash. Da wollte ich jetzt sowieso mal schauen, dass wir da ein bisschen was reinhauen. Wir haben sogar einen Wrench. Das war mir klar, dass, da war, dass wir irgendwas Neues damit machen können. Wrench Kiss könnten wir uns wieder machen. Police Baton bräuchten wir hierfür für Constable. It's kind of a weapon if Nikola Tesla were Sheriff. Okay. Was haben wir hier noch? Industrial Grade Leech könnten wir ebenfalls machen. Genau wie All-Purpose Toxic Striker. Ne, können wir nicht. Sehe ich gerade. Da haben wir nicht die Components dafür. Machen wir uns die Leech, warum nicht? Und nehmen dafür... Na, hätte ich mal den Cricket Bat behalten. Aber ich nehme den Cricket Bat hierfür. Okay. Und Lacerator? See how many infected you can slice open in one swing. Two-hander. Bei der Standard Garden Rake.
Okay, Lacerator, warum nicht? Floorplank können wir dafür benutzen, nice. Okay, und den Wrench Kiss, warum nicht? Direkt ein paar neue Waffen gecraftet, wunderbar. Dann würde ich sagen, hauen wir hier rein. Den Nightclub. Na, Cricket Bat lassen wir mal drinne. Den hier, den hier, den hier. Einen von den modifizierten Waffen können wir auf jeden Fall drin lassen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Crew Pick, Hookblade, das sieht ganz gut aus eigentlich. Ja, ich glaube, den Rest können wir hier lassen. Schau mal, Outfit. Oh mein Gott. Ah. Ah, jetzt haben wir ja einiges hier an Outfit. Oh, das ist natürlich nicht schlecht hier. Machen wir denn da das Beste, das es gibt? Japanese, da haben wir es doch. Das sieht schon mal richtig gut aus. Wie sieht denn... Ist es als Deutsch drin? Ne, German ist gar nicht... Seht ihr, Deutschland ist gar nicht mit drin, das ist wunderbar. Pff, großartig. Sogar Welsh ist drin. Mein Gott. Japan ist auf jeden Fall super. Momentan haben wir, glaube ich... Achso, wir haben auch hier noch für andere... Ah. National Offense. Oh, okay. Was haben wir denn da? Wir haben Colossal Kiwi Outfit. Kann man noch nicht ganz lesen. The real Hunter has irgendwas. Wir haben Dirty Clothes, Fresh Clothes. Wir haben Runner. Na. Bozak's Pet. Crash Test Dummy Outfit. Ninja Outfit haben wir momentan. Special Agent. Ist auch ganz cool. Urban Explorer ist ziemlich nice. Na, schauen wir mal, ob hier uns das hier noch einigermaßen besser passt. Nehmen wir mal das Japanese Outfit. Das hat auf jeden Fall was. Kann man zwar nicht sehen, weil es sowieso First Person ist, von daher ist es relativ Latex. Aber gut, machen wir Wait Until Night und dann Wait Until Day. Oder Sleep Until Day, besser gesagt. So. Und dann war es das auch schon für die heutige Session. Haben einiges hinter uns gebracht, auf jeden Fall. Und wir wissen, was das nächste Mal auf uns lauert. Wir treffen uns mit Jade am Boxcar und schauen dann in einer... nicht weiter verwerteten Schule hat Rice so einen kleinen Bunker irgendwie errichtet, in dem er anscheinend Antizins dort. Und ja, mal schauen, ob sie damit recht hat. Vielleicht haben wir dann noch langsam aber sicher die Waffen unlocked. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und ob sich, ob Jade oder so dann eventuell, das kann gut sein, da das ja in der Nähe, da das ja irgendwie ein Abschlag von Rice ist, dass vielleicht Jade da irgendwie gekidnappt wird. Irgendwie sowas sehe ich auf jeden Fall noch kommen. Und ja, Kollege... Bracken hat ja auch gemeint, er wartet nicht mehr allzu lange, bis wir uns irgendwas einfallen lassen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und dann haben wir natürlich noch die Idee, mit explosivem Sprengstoff da irgendwie irgendwas in die Luft zu jagen. Werden wir alles sehen, wie das alles in sich kulminiert, ob wir eventuell Jenga spielen oder nicht. Und was letzten Endes dann in diesem Hideout von Rice passiert, werden wir wahrscheinlich nicht alles in der nächsten Session erfahren, aber zumindest die ein oder andere Sache werden wir erfahren. In der nächsten Session von Dying Light. Ich hoffe, die heutige Session hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Session von Dying Light. Fast 3 Stunden übrigens wieder gezockt. Wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.